Ja, hallo, willkommen zurück. Ich bin heute hier mit der lieben Jessie und wir werden über ihre Fotografie ein bisschen sprechen und ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier Ich bist. freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann starten wir mal direkt. Du hast hier auch eine Präsentation Genau. mitgebracht. Womit möchtest du starten? Einfach mit deiner Präsentation oder soll ich dir erstmal ein bisschen ein paar Fragen stellen, damit die Zuschauer hier auch ein bisschen dich kennenlernen oder Wie wie du magst du magst. starten? Wir können auch ein paar Bilder erst schauen und Ja, dann gerne. Ja, ich zwischendurch so würde, ein bisschen. ich sehe schon hier, die kenne ich sogar. Ja. Mara, glaube ich, heißt sie, Ja, ach, oder? witzig. Ah ja, cool. Ja, mit ihr habe ich, ich glaube, vor 2 Monaten gearbeitet und Ja. war halt total begeistert auch von ihr. Und genau. Das sind so jetzt, also ich habe jetzt einfach mal so die ausgewählt, die Porträts, die mir momentan am liebsten sind. Das war zum Beispiel mit einer Kundin von mir in Berlin. Also ich Ja. reise auch so ein bisschen rum und Ja, hier bei dem Bild sieht man ja schon, dass das Licht von vorne kommt. Was genau. benutzt du da als Quelle, als Lichtquelle? Also ich shoote eigentlich meistens in Hinterhöfen. Ah, Also das krass. heißt, du hast halt links und rechts dunkel und von vorne kommt das Licht und dann finde ich, ist das halt ein total schöner Effekt, Ja, weil voll. das Licht halt so schön in den Augen ist, ne? Ja. Weil ich finde es super schwer, auch draußen zu arbeiten. Also Ja. ich muss mir dann immer irgendwie so eine Es ist quasi so ein Licht-Schattensituation Innenhof, suchen. der so ein bisschen Genau, der nach hinten abgestellt so ist und so. abgedunkelt ist und von vorne kommt halt das Licht. Also magst du auch so öffentliche Plätze so gar nicht. Also da Nee, und vor fotografierst allem du mag gar ich nicht, wenn nicht. die ganzen Leute da halt auch so drum Ja, verstehe ich rumlaufen. voll, ja. Und die Mädels mögen das halt meistens auch nicht, ne? Ja, das ist auch viel bessere Atmosphäre. Voll Ja, schön, auf ja. jeden Fall. Genau, das war jetzt bei mir drin in meinem Studio. Du kannst dir vorstellen, das ist halt, das Licht kommt halt von rechts. Sie sitzt quasi in einem Erker. Und genauso fällt das Licht halt sehr natürlich auf sie. Und ich persönlich finde das halt immer am schönsten. Ja, das ist jetzt Indoor aber Das ist gemacht, oder? Indoor. Okay. Genau. Also da ist auch nichts mit zusätzlichen Lichtquellen oder so gearbeitet. Das ist wirklich reines Fensterlicht. Welches Equipment hast du? Also hast du ja eben schon, glaube ich, drunter geschrieben, eine Canon. Genau, also ich arbeite momentan noch mit der 5D Mark III und habe eigentlich nur ein Objektiv, das 50er. Ach Oder cool. 1,4. Ja, Das cool. ist mein Lieblingsobjektiv und ich brauche halt für die Porträts halt auch nichts anderes. Ne? Ja. Und ich sage halt auch immer, wenn du mit einem Objektiv so ein Ergebnis halt hinbekommst, warum sollst du irgendwie 10 andere haben? Ja, voll. Also, wieso braucht man so ein wahnsinnig viel Equipment, wenn man einfach mit so Ja. einem einfachen Objektiv so tolle Bilder hinkriegen kann, ne? Ja, das ist die Mara nochmal. Ja, sehr schön. Das ist jetzt auch Indoor gemacht. Das ist auch Indoor, genau. Wie hast du so angefangen? Also wie hat sich das entwickelt? Hattest du einfach irgendwann mal eine Kamera? Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mal mir eine Kamera auch hier bei Fotokoch gekauft. Ja. Und dann habe ich einfach drauf los fotografiert und dann ist es so, mit einer Freundin bin ich dann irgendwann losgegangen. Und Ja. wie hat sich das bei dir so entwickelt? Mein damaliger Freund hat mir eine Kamera geschenkt zum Geburtstag. Ich hatte vorher nichts irgendwie mit Fotografie am Hut. Und dann habe ich diese Kamera bekommen und habe einfach drauf los fotografiert. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Auch erst so mit Freunden, Family oder hast du auch erst so Natur, Landschaft oder Ich fand das irgendwas? immer super langweilig, in Videos zu sehen und irgendwelche Bienen oder Blümchen zu fotografieren. Ja. Deswegen habe ich direkt mit Menschen Ah angefangen, weil ja, mich das cool. irgendwie so am meisten fasziniert hat halt auch, ne? Ja, sehr cool. Genau, dann kamen die ersten Kunden, dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Ich finde, bei deinen Bildern sieht man ja auch so einen richtig so einen Stil, ne? Also man erkennt dich direkt wieder, wenn ich jetzt das jetzt so mehrmals sehen würde. Wie hat sich das so, also wie hat sich dein Stil so entwickelt? Ich glaube, das ist Kannst halt einfach auch so dieses natürliche Licht und dieser Glanz, ne? Also Ja. viele haben halt immer gesagt, dieses warme Licht ist genau das, wo sie mich halt immer wieder erkennen. Ja. Und ich glaube, das ist es Ja, letztendlich voll. auch, ne? Also bearbeitest du deine Bilder auch super viel dann im Nachhinein irgendwie noch mit. Eigentlich gar nicht. Also ich Ja. arbeite mit Lightroom, Ja, mache mache dann ich auch. noch ein bisschen an den Farben, aber ansonsten wirklich nicht viel. Also Ja. siehst du es ja auch an den Poren. Ich lasse halt auch sehr gerne so Sommersprossen da und so kleine Ja, Fältchen. Ich ich finde, das liebe sieht es halt auch. einfach viel natürlicher aus, als wenn man das Ja. halt alles wegmachen würde, ne? Ja. Ja, deine Ja. Fotografie, die trotzt ja auch hier von Natürlichkeit. Das finde ich sehr, sehr schön. Genau. Ja, das ist auch so.
super toll. Das ist jetzt in den Raum rein fotografiert. Also du kannst dir vorstellen, von vorne ist dieses große Erkerfenster. Mhm. Und es ist halt geradeaus drauf fotografiert. Und da ist halt die Lichtsetzung nochmal anders. Ich finde es halt auch sehr spannend, weil der Hintergrund ein bisschen dunkler ist. Ja, sehr, sehr cool. Mega schön, ja. Wie bekommst du, also du hast ja schon gesagt, durch Fensterlicht, hast du noch irgendwelche anderen Tipps oder so, wie du so Natürlichkeit irgendwie hinbekommst? Weil es interessiert vielleicht auch viele hier im Livestream irgendwie, wie du halt deine Porträts so natürlich hinbekommst, dass auch sich das Model wohlfühlt so. Also eigentlich reden wir die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, so das Geheimrezept. Also wir sind die ganze Zeit am Quatschen. Also kannst du dir das vorstellen, das ist halt wie eine Freundin, die zum Kaffeekuchen vorbeikommt. Ja. Und dann kommt das von ganz allein. Ich mache ein bisschen Musik an nebenbei. Ja, also so ganz gechillte Atmosphäre. Total gemütlich. Und das Studio ist halt jetzt auch, ist eher so ein, also meine Wohnung. Mhm. Aber ich arbeite da halt überwiegend und also man kommt halt rein und es ist halt direkt gemütlich. Ja, und ich glaube, das macht halt auch super viel auch schon aus. Ja. Ne, von der Stimmung auch alleine her. Ja, total. Ja, als Model muss ich auch wohlfühlen, also das ist irgendwie das Wichtigste. So, ja. Genau. Also wenn ihr auch Fragen habt hier an Jessie, könnt ihr die gerne immer stellen. Ist das leider offen? Nein. Dann ja, Moment. Schau einfach erstmal durch deine Bilder noch hier ein bisschen durch. Ich habe das auf meinem Laptop nicht. Was brauchen wir denn? Das Fragentool fehlt uns gerade. Wir müssen nämlich hier eure Fragen sehen. Ich habe vergessen, hier das Fragentool mitzunehmen, deswegen. So, also, die erste Frage ist natürlich schon gekommen. Ja. Welche Blende nutzt du beim 50er am liebsten? Also, hast ja gesagt, es ist 50er 1.4. Genau. Welche Blende nutzt du am liebsten? Also, ich sage jetzt direkt mal im Vorfeld, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich da so mache. Ich mache das alles nach Gefühl. Ich habe Fotografie nie gelernt. Ich glaube, es müsste immer so eine Blende 2.8 sein. Also meistens gehe ich nicht runter, weil du halt sonst das Problem hast, dass die Nase und der Mund halt sehr unscharf werden. Ja, ja, da haben wir am Freitag schon drüber gesprochen. Ich fotografiere auch immer so 2.2.2. Also ich habe auch mal angefangen irgendwie mit meinem 56, ich fotografiere mit Fuji und dann mit 1.2 und dann war halt so alles, also das Auge war wirklich minimal scharf und dann alles unscharf. Deswegen, ja, cool. Ja. Also ich finde diesen Schärfeverlauf halt total spannend. Ja. Ne? Und manchmal gehe ich auch ein bisschen runter, aber dann sieht man es relativ schnell. Ja, vor allem hier bei dem Bild sieht man es ja schon. Das vordere Auge ist ja das, was eher zu dir gekehrt ist. Die Nase ist auch noch scharf und dann fängt aber schon leicht an, der Mund unscharf zu werden. Ne? Ja. Ja, das hat eine voll schöne, so tiefe Schärfe, finde ich richtig schön. Ja, sehr cool. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder hier zu meinen Fragen zurück, wenn jetzt nichts mehr hier von den Zuschauern kommt. Genau, das haben wir eben schon drüber gesprochen. Wie machst du das, dass deine Models diese Natürlichkeit auch in den Bildern so rüberbringen können? Tipps und Tricks für so eine entspannte Atmosphäre? Du hast ja eben schon gesagt, Musik. Einfach wie gesagt, quatschen. Das Reden und einfach auch mal so nachzuhören. Ne? Was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Geschichte? Das finde ich halt immer total wichtig, um den Menschen auch zu zeigen und nicht einfach nur ein schönes Foto zu machen. Ja, und bei den Posen irgendwie ist sie bei dir ja auch hauptsächlich natürlich irgendwie. Ich sage halt immer, verhalte dich genauso, wie als wenn du auf dem Sofa sitzt oder ganz bequem auf dem Stuhl, weil ich es einfach schwierig finde, wenn du Posen nimmst, die halt einfach so gestellt sind. Also es sieht halt meist total sehr unnatürlich aus. Ich sage meinen Models immer, tanzt. Bewegt euch. Ja, ja, genau. Macht ein bisschen irgendwas und die lachen dann auch total oft. Mhm. So, ja, wie, ich soll jetzt hier tanzen und keine Ahnung. aber ja, das ist einfach das, was irgendwie dann am natürlichsten rüberkommt. Ne? Ja, und vor allem, weil es bei mir halt auch sehr ruhige Porträts sind, versuche ich halt auch immer so eine gewisse Stimmung dann beizubehalten. Ja. Und dann entstehen halt auch so eher manchmal halt auch sehr melancholische Sachen. Ja, ich habe voll das Problem, Männer zu posieren. Ich auch. Also es ist total schwer. Ich finde, Männer sehen immer cool aus. Ja. Also cool und dann hört es bei mir schon auf. Ich weiß dann nicht mehr so. Nicht so sanft, ne? Es ist schwierig, da irgendwie so eine Feinheit reinzubekommen, ja. Ja,
Wir haben jetzt auch noch eine Frage reinbekommen. Wie überlegst du dir die Posen für die Models? Passt ganz gut, sodass die Bilder auch nicht so gestellt aussehen und vor allem bei schüchternen Models. Also was suchst du dann speziell auch, also das ist jetzt noch dazu gedichtet von mir, suchst du dann auch irgendwie speziell nach Models, die, wo du weißt, die sind sicher in ihren Posen oder in ihrer Natürlichkeit oder nimmst du auch jeden, jede? Also ich bin halt eigentlich ein Freund davon, halt wirklich auch Mädels zu nehmen, die, die einfach so ganz normal sind. Ne? Mhm. Also die jetzt nicht unbedingt auf irgendeiner Model-Page sind, weil ich finde halt auch persönlich, das kann halt jeder. Mhm. Ein schönes Mädel ablichten ist halt keine Kunst. Ne? Mhm. Aber einen Menschen zu zeigen, das ist halt einfach, glaube ich, das, was es dann besonders macht. Ja. Und dann einfach wirklich den Mensch Mensch sein lassen und nicht zu viel demjenigen auch sagen, was er zu tun hat. Weil ich glaube, dann kann es halt relativ schnell krampfig auch werden. Ja, ne? Total. Ja. Ja. Der Jeffy zum Beispiel, das ist halt ein Schauspieler, ein Freund auch von mir. Ja. Der weiß halt so ein bisschen, ne? Wie kann er sich verhalten. Ja, man weiß ja auch manchmal, wo ist die Schokoseite, rechts, links. Ja, ja, genau. Ja. Aber. Ja, voll, das merkt man auch so. Also er wirkt auch sehr selbstsicher, finde ich. Total. Das ist total schön. Ja. Dann noch eine Frage von mir. Wie läuft ein Shooting so bei dir ab? Also wenn dich jetzt jemand bucht, machst du auch TFP, also Time for Print, das ist für alle, das ist, wenn man die Fotos halt for free macht, damit du eine Portfolio-Erweiterung hast und die Models halt auch was haben. Machst du das auch oder also wie läuft dann ein Shooting bei dir ab, wenn es jetzt zum Beispiel TFP ist und jemand dich bucht? Also ich mache ehrlich gesagt nicht wirklich TFP, weil ich es halt einfach schwierig fand, immer wieder, weil die Leute halt oftmals sehr unzuverlässig waren. Okay. Und ich muss auch sagen, leider auch sehr undankbar zum Teil. Ja, das stimmt. Also es wird halt von dir erwartet, dass du in kürzester Zeit halt einfach Bilder freigibst, wo halt einfach unheimlich viel Arbeit drin steckt. Ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, dass es mir, es hat mir nicht mehr so einen Spaß gemacht. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass meine Kunden halt auch sich hinterher so wohlfühlen bei den Bildern, dass sie sagen, hey, die kannst du einfach auch ohne Probleme nutzen. Und das ist eigentlich viel schöner, weil es halt einfach echter ist. Ja. Du buchst nicht jemanden und sagst dem so, du siehst schön aus, setz dich dahin, sondern das sind halt Menschen aus dem Leben. Das ist für mich einfach viel, also es berührt mich mehr. Als jemand. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der kommt zu dir und sagt, irgendwie ich möchte ein Shooting draußen, im Feld und so, machst du sowas auch? Oder machst du wirklich nur so... Ungern, okay. Ich kann halt wirklich nicht so gut draußen shooten, weil ich brauche schon meine festen Lichtquellen. Ich bin das halt gewohnt, darin bin ich gut. Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Das finde ich richtig cool, wenn du so sagst, so ich bleib meinem Stil treu und mach nur das und zieh das durch. Ich weiß halt einfach, was ich in dem Moment dann kann. Und ich glaube, auch so im Feld wäre ich total aufgeschmissen und würde erstmal denken, was mache ich denn jetzt? Ich habe das auch total oft so, ich probiere super viele Sachen aus, auch in verschiedene Shooting-Locations und so. Ja. Und manchmal passt das Licht halt nicht. Und wenn ich dann das Bild nachher bearbeite, dann passen die Farben nicht. Und dann bin ich super sauer, also auf mich selber. Also, das ist auch oft das Problem. Das nervt einfach. Gerade die Farben, ne? Ich finde das auch total schwierig. Ja. Und halt gerade bei Fensterlicht ist es halt so, also ich arbeite viel mit der Morgensonne. Und dann ist das Licht halt eh schon so warm. Ja. Und dann hast du halt auch keine Probleme, das hinterher schön zu bearbeiten. Aber hier achtest du schon immer so auf so einen clean Hintergrund, entweder so eher so dunkel oder halt so, so schön hell. Manchmal halt auch so ein bisschen, dass so ein bisschen was im Hintergrund erzählt wird, aber ich persönlich finde es halt ein bisschen spannender, wenn es halt wirklich sehr, sehr clean ist. Ne? Ja. Also, wirkt halt einfach nochmal anders. Ja, du hast ja eben gesagt, dass du nur das 50er hast. Hier ist jetzt eine Frage, hast du neben dem 50er auch andere Lieblingsobjektive? Nein. Gar nicht. Die Frage, ich bin einfach kein Technikmensch. Ne? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich mache es einfach und wenn, wenn ich irgendwas Neues brauche, dann rufe ich immer einen Fotokollegen an und sage, hör mal, ich brauche jetzt irgendwas für einen Auftrag. Kannst du mir da was empfehlen, was ich mir ausleihen kann? Hast du denn schon mal mit einem anderen Objektiv fotografiert? Oder auch ich hatte vorher das 1.8er, das 50er. Ach so, auch. Und ich hatte halt mal für Hochzeiten das 24-70, glaube ich. Ah ja, von Sigma. Machst du jetzt auch noch Hochzeiten? Oder? Eher für Stammkunden. Ah ja, okay. Ne, weil ich möchte irgendwie auch, dass es was Besonderes bleibt. Und wenn du halt wirklich so jedes Wochenende eine Hochzeit hast, wird es halt irgendwann noch anstrengend. Hast du davon auch Beispielbilder? Nee, weil ich überwiegend wirklich Porträts zeige, weil es halt genau das ist, was ich halt... Das finde ich jetzt voll interessant, wie du da dein Setting so aufbaust, weil es ja schon so ein bisschen... Bei Hochzeiten jetzt meinst du? Ja,
also flexibler so ist, ne? Ich nehme mir auch meistens dann die Hochzeiten raus, die halt für mich besonders sind, ne? Also ich habe viel am Strand schon Hochzeiten fotografiert oder kleine Gartenhochzeiten. Also es ist halt wirklich immer was Schönes, wo ich halt hinterstehe und halt nicht so dieses klassische, ne? Standesamt und Kirche und Sektempfang, sondern da sind halt auch immer tolle Locations dabei und dann findest du immer Ecken, ne? Wo du irgendwie sagen kannst, das ist ja vor allem, wenn es auch dann so eine rustikale Hochzeit ist vielleicht. Ich habe jetzt auch bald eine. Die haben halt so einen super schönen Innenhof. Das ist so ein alter Reitstall und so. Ja, sowas ist halt perfekt. Ist halt mega gut, ja. Also wenn du dir das dann super so raussuchen kannst, ist ja mega, mega cool. Ja. Genau, meine Frage hier, wir kommen eigentlich schon so in dem Flow. Was bedeutet dir deine Arbeit? Sehr, sehr viel. Mhm. Und vor allem, ich glaube, meine Arbeit machen die Menschen, die bei mir sind, aus. Weil es halt einfach, ja, es berührt mich einfach. Jeder Einzelne, der da ist, der mit seiner Geschichte kommt, das ist einfach Wahnsinn, was mir da anvertraut wird, was da auch für einen Mut hintersteckt. Ne? Also du kennst das ja bestimmt auch. Es kommt ein Mädel, die kennst du gar nicht. Mhm. Und dann arbeitet man zusammen auf so eine nahe Art und Weise. Ja, total. Das bedeutet schon viel. Also ich hätte mich das in einem gewissen Alter einfach auch gar nicht getraut. Mhm. Und deswegen ist das einfach so schön zu sehen. Ne? Die kommen her und gehen glücklich raus. Und ich habe noch Worte von einer Kundin von mir im Kopf, die meinte so, Jessie, es ist so schön, dich gefunden zu haben. Voll schön. Und dann stehst du da und musst erstmal weinen. Ja. Und denkst halt so, ja, das ist halt genau das, warum ich das halt mache. Ja. Ne? Ja, voll schön. Haben wir eben, ich weiß nicht, die Frage beantwortet, seit wann machst du das schon? Seit 2005 und selbstständig seit 2006, ja. Ah ja, ach krass. Ja. Also es ist so schnell. Mhm. Wie hat es bei dir angefangen? Also hast du einfach Instagram benutzt? Da gab es das ja noch gar nicht. Ja, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Also wahrscheinlich werden jetzt viele so ein bisschen schmunzeln. Ich habe in der Foto-Community angefangen. Sagt dir das noch was? Wahrscheinlich doch, nicht. Ne? Doch, das sagt mir was. Hier aus dem Hintergrund kommt auch schon Genicke. Das ist halt so, ne, das ist halt das, womit ich quasi groß geworden bin. Da stellt man auch einfach, also ich kenne das, aber ich glaube, ich war da noch nie drauf oder so. Stellt man einfach sein Portfolio hoch. Stellt man Bilder hoch und dann kann man kommentieren. So. Die Leute liken das eigentlich wie Instagram. So. Aber halt einfach. Aber nur so. Fotografie quasi, weil bei Instagram hast du ja alles. Nur Fotografie. Ah ja, okay. Ja. Ja, sehr cool. Und so hat das irgendwie angefangen und dann kamen die ersten Aufträge und dann ging es irgendwie immer weiter. Und das Schöne war irgendwie auch, weil viele halt am Anfang auch immer so gesagt haben, wir geben dir jetzt mal so ein halbes Jahr. Dann hörst du eh wieder auf, weil das wird sich nicht lohnen, davon kannst du ja nicht leben. Hm. Ja, und dann hat sich das so schön entwickelt. Ja, hast du auch Tipps, wie man so auf so bezahlte Aufträge kommt, wie man da rankommt? Weil du hast bestimmt von Anfang an nicht direkt bezahlte Aufträge gehabt, oder wie wäre das? Doch, aber so ganz kleine Beträge halt. Ach so, ja. Okay. Ne? Und irgendwann gehst du mit den Preisen dann hoch, wenn du dich sicherer fühlst. Ja. Ja, und das ergibt sich. Leute empfehlen dich weiter, kommen zu dir, dann kommt die Freundin von der Freundin. Ja. Und so spricht sich das irgendwie rum. Ja, voll schön. Ja. Und dann hast du irgendwann einfach gesagt, okay, Instagram ist jetzt da und da gehe ich dann auch mit. Ja, obwohl das für mich auch schwierig war, weil ich finde, das ist halt schon eine Welt für sich. Mhm. Ich persönlich mag es mittlerweile nicht mehr ganz so gerne. Mhm. Ziehe mich da auch einfach zurück, weil halt, es ist schon anders geworden. Ja. Also der Fokus liegt nicht mehr da, wo er früher war, vor 2-3 Jahren. Das stimmt. Und deswegen versuche ich jetzt einfach auch wieder mehr Werbung zu machen, indem man wirklich rausgeht und sagt so, hallo, hier bin ich. Und dass man einfach diesen persönlichen Kontakt hat, ne? Ja. Ja, bei Instagram ist ja auch total schwer, mittlerweile irgendwie noch als kleine Fotografin oder Fotograf so zu wachsen. Also zu kommen, einfach, einfach das zu zeigen, also seine Arbeit zu zeigen. Total. Oder ihre Arbeit, man geht halt schnell unter. Ja, total. Mhm. Und dann ist halt so ein Content, der dann vielleicht nicht so, also in unseren Augen vielleicht nicht so super toll ist, geht dann irgendwie, also wir gehen dann unter vielleicht. Aber deswegen ist unsere Arbeit so wichtig. Ja, und vor allem halt auch einfach dran zu bleiben, auch wenn du halt wirklich, ich sag auch immer, die Followerzahl sagt nicht das über dich aus, wer du bist oder ob du gut bist oder nicht. Mhm. Ne, sondern das, was du machst, soll für dich besonders bleiben und es ist schön, wer da ist und alles andere, da muss man halt auch mal so ein bisschen schauen, dass man da bei sich einfach bleibt. Ja. Also ich glaube, ich finde das
schon wichtig. Ja. Jetzt ausgegangen. Ist hier ausgegangen. da ist es wieder. Jetzt ist es wieder. Ja. Ja. Das Bild hast du auch am Fenster gemacht oder hast du in deiner Wohnung so eine kleine Nische, wo du dann, ja, du kommst ins Wohnzimmer rein und dann, ich habe meine Wohnung schon immer so ein bisschen danach ausgelegt, dass ich da halt auch gut arbeiten kann. Mhm. Genau, du kommst rein und links in der Ecke ist halt, also die ganze Wohnung ist beige-braun gestrichen und nur dieser Streifen ist weiß. Ah ja, ja, lustig. Und da sitzt du quasi dann mit den Mädels und kannst dir vorstellen, ich fotografiere halt von vorne und rechts ist das Fenster. Mhm. Und genau, ich glaube, ich habe die ISO da ein bisschen, runtergemacht, ne? Also bei natürlichem Licht, genau, also bei normalem Tageslicht hast du immer auf 100. Aber wenn das Bild höher, halt auch so ein bisschen, gehst, also genau. Grisselig, dann machst du höher. Ja, genau. Ja. Das ist ja echt lustig. Nee, also ich habe wirklich nicht so wirklich viel Ahnung davon, aber du siehst ja, es klappt ja. Du musst halt wirklich, du musst nicht wirklich große Vorahnung haben, um wirklich schöne Bilder zu machen, sondern verlass dich, also ich kann nur den Tipp geben, verlass dich auf dein Gefühl und dann kommt das von ganz alleine. Weil ich glaube, dass Technik halt auch relativ schnell ablenken kann. Dass es dann zu technisch wird, ne? Dass man dann irgendwie... Ja. Viele Sachen irgendwie, was vom eigentlichen Bild dann ablenkt, ne? Genau. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob der oder die dich kennt, aber hier ist eine Frage, wie glücklich bist du mit deiner neuen Kamera? Hast du eine neue Kamera? Ich habe eine neue Kamera, ja. Ich muss aber sagen, also es ist Wahnsinn, was da für ein Feedback kam, als sie halt auch alle mitbekommen haben. Ich habe halt jetzt eine Leica. Mhm. Ich habe mir immer eine Leica. Ich habe mir immer eine Leica gewünscht, aber ich muss sagen, es ist wirklich eine Herausforderung, umzuzwitchen. Welche hast du? Die Leica Q2. Ist das eine analoge oder ist es digital? Digital. Ah ja, okay. Und es ist halt einfach schwierig, ne? Weil du halt einfach, du bist es gewohnt, seit 16 Jahren mit einer Kamera zu fotografieren. Also ich hatte halt damals die 350D, mit der habe ich angefangen. Aha. Die 400er, die 550er und dann habe ich mir halt die 5D Mark III geholt. Ah, da bist du dann schon einen kleinen. Ich habe mich so ein bisschen. Aber du hast immer das 50er. Ich hatte immer das 50er. Ja, lustig. Also aber hast du dann auch so einen krassen Unterschied zwischen den Kameras dann selber, wo du sagst, okay, das hat sich wirklich gelohnt, jetzt einen drauf zu setzen? Ja, die 5D Mark III ist natürlich von der Auflösung, von der Qualität, das sind halt Welten zu den kleinen, ne? Ja. Aber ich muss sagen, mir fehlen die kleinen halt auch. Weil ich habe mit der 350er, finde ich, einfach die schönsten Bilder gemacht. Mhm. Es war halt grisselig, aber das war halt damals auch so ein bisschen der Look. Ja. Ne, es ist, also mich bewegt ein Bild, was nicht perfekt ist. Also ich mag es eigentlich nicht, dass es so clean ist. Ich mache auch manchmal so in der Nachbearbeitung so Körnung drüber. Ja. Das finde ich super schön, diesen analogen Look. Ja, und finde ich auch total schön. Aber jetzt mit deiner Leica... Was sagst du da? Also was hat dich dazu bewegt, dass du die geholt hast? Ich habe mal die vor 3 Jahren mit einem Freund zusammen ausgetestet. Mhm. Und dann fand ich die so toll. Also erstmal fand ich die wunderschön. Ne? Das ist ja bei Frauen oft so, ne? dass wir dann einfach sagen, die ist so schön, die brauche ich. Aber die ist halt ja auch unfassbar teuer. Mhm. Und ich dachte mir immer nur so, eigentlich brauchst du das nicht. Das ist einfach so viel Geld. Ich habe nie wirklich viel Geld investiert für Kameras, weil ich einfach gemerkt habe, du brauchst es letztendlich nicht. Mhm. Aber Leica hat halt einfach so einen unfassbar tollen Bildlook. Mhm. Also ich finde, du erzählst damit Geschichten. Und deswegen passt das, finde ich, bei mir jetzt mit den Porträts nicht. Ja. Und deswegen würde ich gerne einen neuen Stil so ein bisschen ausprobieren, dass man mehr so auf Reisen geht, wirklich so Geschichten erzählt, indem man... ja, so wie so eine Art Street Art vielleicht, dass man viel draußen fotografiert. Weil man muss halt auch sagen, das 28 mm ist halt super weitwinklig, ne? Mhm. Und wenn du dann... Ist es fest? Ja, das ist fest. Ah, das war das. Ja, ich wusste, an dieser Kamera war irgendwas Spezielles. Und das ist erstmal total irritierend, ne? Ja. Weil wenn du es gewohnt bist, mit einem 50er zu arbeiten und das über so viele Jahre, dann guckst du durch diese Kamera und denkst so, was machst du denn jetzt? Aber das ist ja voll mein Stil so, ne? Ich habe ja das 16er auf der Fuji, das ist ja umgerechnet 24. Ja.
Und das ist ja total weitwinklig und da mache ich jetzt auch so Porträts mit, auch wenn Ja. man mir sagt, irgendwie, damit kann man keine Porträts machen. Ja, man Aber kann mit es geht allem irgendwie. Porträts machen. Ja, und ich irgendwie liebe ich diesen Look. Also ich finde auch, ich habe auch das 56er, das ist dann umgerechnet ungefähr 85. Ist halt sehr schon sehr ausgestellt. Aber das finde ich auch richtig cool. Das sind meine Lieblingsobjektive so. Aber Ja. ich kann es voll verstehen, dass du das 50er so Ja, liebst. es ist halt irgendwie so, ja, du groovst dich irgendwann so ein damit. Und dann bleibst du natürlich bei dem, was gut zu dir passt, irgendwie. Und da der Bildlook sich bei mir halt eigentlich nie verändert hat, bin ich einfach dabei geblieben. Und ich finde, du kannst mit dem 50er ja auch durchaus eine Hochzeit fotografieren, sage ich mal, ne? Vielleicht jetzt Ja, keine klar. Gruppenbilder machen. Aber du sagst mir, mit der Leica willst du jetzt nur so Reise machen oder auch so Porträts damit? Auch Porträts, Boah, das aber ist ja halt auch cool. einfach einen anderen Look würde ich, glaube ich, mit einbauen, weil ich definitiv nicht das hinbekommen werde, was ich jetzt mit der Canon mache. Ne, weil es halt einfach, ich finde, da muss irgendwie, ich muss mich da nochmal so ein bisschen reinfuchsen. Also ich habe viel probiert die letzte Zeit, aber es ist echt nicht leicht für mich. Ja, das glaube ich. Vor allem, weil es ja ein also festes, du Ja. kannst es nicht wechseln. Es Ja, gibt das kein ist es halt, Wechselventil. Das ist ne? ja so, weiß ich nicht. Mhm, Also ja. ich glaube, wenn ich persönlich mir eine Leica holen würde, dann würde ich schon darauf achten, dass sie dann, Ja, also genau, dass ich dann müsstest du dir dann die M10 Objekt. holen und die ist dann nochmal eine andere Ja, Liga, und ne? dann die Objektive Ja, noch und dann, oh genau. Gott. Und ich meine, klar, das lohnt sich schon, wenn du so ein Technik-Fan bist und darauf Wert legst, aber ja, bei mir war es, also bei mir ist der Schwerpunkt halt wirklich immer auf dieser Natürlichkeit gewesen, dass ich sage, du kannst mit kleinen Mitteln halt einfach unheimlich viel schaffen. Und das finde ich halt einfach so wichtig, auch andere zu ermutigen und ihnen zu zeigen, so hey, du kannst jetzt morgen dir auch eine gebrauchte 350D, vielleicht gibt es sie nicht mehr, aber eine 400D oder eine 550er holen und kannst so Porträts damit machen. Also du brauchst nicht viel und das sieht man ja auch. Ja, voll. Hier kam noch eine Frage rein. Wie lange dauert ein Shooting bei dir in der Regel und wie viele Fotos machst du? Wie viel bleiben dir am Ende quasi? Also wie viele Fotos machst du insgesamt und wie viel bleiben dann wirklich als die Fotos, die du dann dem Kunden übergibst oder der Kundin? Also ein Shooting an sich. Ich mache halt auch Styling mit dabei. Also ich bin gelernte Stylistin und kann Klar. das halt ganz Wir cool. erfahren immer mehr hier über dich. Also ich kann das halt ganz cool einbinden in die Shootings. Ich habe früher immer gedacht, oh mein Gott, was mache ich mit diesem Beruf? Und somit ist es halt auch so, dass der Kunde reinkommt und wir quatschen ein bisschen, dann kommt das Styling. Dann schauen wir die Klamotten zusammen durch. Und das dauert schon alles insgesamt so bestimmt 2 Stündchen. Und ja, ich sag mal so zwischen 150 und 250 Fotos mache ich schon bei einem kleinen Shooting. Und bei den großen Shootings, klar, es ist halt noch mal ein bisschen mehr. Und das quasi, das buchen die Kunden und Kundinnen dann dazu, also quasi dein Styling Das ist immer auch. mit dabei. Ah, Also du ja, musst es okay. nicht annehmen. Ah, Also ja, du okay. kannst auch sagen, du schminkst dich selber. Aber ich habe halt alle, also alle Bilder, die du hier siehst, ich habe die Mädels immer selbst geschminkt, weil ich halt auch einfach finde, dass halt alles so rund sein sollte. Ne, so abgestimmt so ein bisschen, dass das ganze Also ein Bild einfach auch so komplett. stimmig ist, ja. Okay, ja. Ein Sehr, gutes sehr Beispiel, cool. ich hatte meine Kundin, die hatte, also sie wollte sich selber schminken und kam halt mit Ja. lilanen Lidschatten Ah, und so kräftigen roten Lippen. Und eigentlich war sie ein total natürlicher Typ, auch so wie du. Das passte einfach nicht. Und dann habe ich so auch so zu ihr gesagt, sollen wir es einfach mal ausprobieren? Und dann haben wir es gemacht und sie war halt auch total happy, einfach auch mal zu sehen, ne? Wie kannst du anders wirken? Und das ist ja auch immer das, was ich so spannend finde, einfach mal die Leute auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu holen. total. Ja, das hatte ich auch mal, glaube ich, ganz am Anfang. Das war so, ich bin halt auch eher so auf Feldern unterwegs, Natürlichkeit und Sonnenuntergang und so. Und Ja. sie war halt so krass geschminkt und es hat halt gar nicht Das in hat das nicht ganze gepasst, Setting ne? überhaupt nicht Oh. reingepasst. Und ich bin dann eher so, ja, mach einfach so, wie du meinst, so Ja. wie du dich selber wohlfühlst. Aber das war dann ein bisschen too much. Und dann dachte ich mir Ja, auch so, klar. ja, hättest du da eher mal gesagt, dass Ja. sie vielleicht irgendwie anders Ja, ich oder glaube. natürlich irgendwie Ja. natürlich sich schminken soll. Und da darf man ja auch mutig sein, ne? Und irgendwie Ja. sagen, so hör mal zu, es passt gerade einfach nicht. Ist Ja. jetzt gar nicht böse gemeint, aber es gibt halt auch Klamotten, die wirken vor der Kamera zum Beispiel komplett anders wie
Ne, wenn du es so trägst. Ja. Und, ja, vor allem wenn man jetzt Outdoor, also machst du ja sowieso nur so Indoor oder Innenhof irgendwie. Ja, ja, genau. Aber bei mir ist es auch so, wenn du weiß anhast und es reflektiert dann das Licht, die Farben, dann ist das eigentlich alles so ein Mischmasch. Das total. Ist dann auch ein bisschen blöd. Oder schwarz, ne? Schwarz ist halt auch schwierig. Ja. Weil das halt sehr viel schluckt und ich finde, das wirkt halt sehr traurig oft. Ja. Eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Ja, total. Ja, einfach Fokus wieder auf den Augen. Ne? Also ich finde, gerade bei diesem Bild, das erzählt so viel. Ja, total. Da hast du sie aber auch so geschminkt mit diesem, mit dem Lidstrich. Ja. Ich habe nicht so viel Ahnung von. Also es passte zu ihren Outfits. Ja. Ich glaube, den haben wir nachträglich auch drauf gemacht. Wir hatten vorher auch erst ohne. Ah, okay. Also ich passe das dann auch manchmal so ein bisschen an. Mhm. Ja. Sehr cool. Und das auch wieder quasi in deinem, in deiner kleinen Ecke. Mit das ist die gleiche Streifen. Ecke. Ah ja. Mit dem weißen Streifen, ja. Ja. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das vorkommt, bearbeitest du die Haut noch nachher? Weil die haben alle ultra gute Haut. Ja, klar. Ja, okay. Aber das also, machst du dann auch in Lightroom oder in Photoshop? Machst du da irgendwie Dodge and Burn? Ich mache da so einen Mix. Also ich mache beides. Ah, ja, okay. In Lightroom mache ich eher Farben und in Photoshop mache ich die reine Hautretusche. Ah ja. Da muss ich aber auch sagen, ich habe es mir selbst beigebracht, da kann man bestimmt mehr machen. Ich kenne halt die Basics. Ja, ja, ich war einmal beim Workshop, da habe ich Dodge and Burn, so ein bisschen, also einen Anfang irgendwie gelernt. Und dann habe ich es ein paar Mal ausprobiert, aber irgendwie war es mir dann auch zu blöd. Mhm. Also dadurch, dass ich halt immer, also fast bei jedem Bild irgendwie Sonne auch mit drin habe, sieht man sowieso diese Unebenheiten und sowas im Bild gar nicht so krass. Deswegen ist es so. Also wenn, dann stempel ich dann mal so einen Pickel. Ja, oder du kannst es halt so ein bisschen aufhellen. Ne? Also ich gehe halt immer so mit so einem mit so einem Aufheller so ein bisschen insgesamt übers Gesicht. Ja, vor allem hier in die Augen, ne? Damit die mehr sprechen, sage ich jetzt mal. Obwohl ich da gar nicht so viel mache. Das ist wirklich oft das Licht. Ah ja. Das ist wirklich dieses Morgenlicht, was ich bei mir habe. Mhm. Und ich finde es halt so schön, weil das Licht halt von rechts kommt, dass du halt so einen kleinen Lichtschattenverlauf auch wieder hast. Ne? Ja, das ist total schön, ja. Das ist jetzt in den Raum rein. Mhm. Ja, das ist auch, also ist direkt auch so. Durch den dunklen Hintergrund wird das auch schon ganz anders. Ja. Ich mache super gerne was mit Blumen, mit frischen Blumen. Ich lasse Blumenkränze binden für die Mädels. Mhm. Ich finde das Zusammenspiel zwischen Blumen und Porträt und Händen einfach unheimlich spannend. Ja, ich auch. Also da kann man echt viel. Aber ist das dann auch so, dass quasi sie hat dich hier zum Beispiel angeschrieben? Und sie sagt dann irgendwie ihre Idee oder ist dann eher so, ey, ich möchte das umsetzen? Und ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ganz oft, dass die Mädels dann irgendwie sagen, sie hätten gern was mit Blumen, was können wir machen? Aber manche haben halt auch so konkrete Vorstellungen und sagen dann halt auch, ne, ich möchte gerne das und das machen, das ist mir wichtig, Fotos für den Freund, für einen selbst. Ne? Ich habe viele Mädels auch, die aus einer Beziehung kommen, die nochmal ihr Selbstwert so ein bisschen aufbauen wollen. Also es sind so unterschiedliche Themen und dementsprechend passe ich das halt dann auch ganz gut an. Ja, in den jeweiligen Fotos, was kann ich machen, was oder was können wir machen? Ja, total schön. Ich liebe Sommersprossen, muss ich zugeben. Ich auch. Ah, ich finde das einfach so schön. Ich finde, das macht einfach so unheimlich viel aus. Und gerade auch so Muttermale, ne? Ich Es gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen... Ja, weiß ich gar total. Nicht. Ja, diese Natürlichkeit ist dann nochmal unterstützt, sage ich jetzt mal. Hier kam noch eine Frage rein zu deiner Ecke. Nutzt du einen Papierhintergrund in deinem Erker oder ist es die Wand? Auf keinen Fall. Papierhintergrund auf keinen Fall, sagst du. Würde ich nie machen. Ich finde das auch immer so schlimm, weil viele dann halt auch einfach so sagen, Frau Meier, ich habe mir das so ein bisschen, also ne, Kunden, die mich jetzt nicht kennen, die Mädels, die über Insta kommen, die wissen halt schon so ein bisschen, was sie erwartet. Mhm. Aber gerade Kunden, die über die Homepage kommen, die stellen sich halt wirklich vor, sie kommen halt in so ein typisches Studio und das ist es nicht. Ich meine, also wenn ich jetzt deine Bilder sehen würde, würde ich das auch so ein bisschen, also man sieht schon, dass es mit natürlichem Lichtquelle ist jetzt nicht angeblitzt oder irgendwas, aber
weiß man ja nie, ne? Ja, ja, klar. Also. Aber es ist halt so witzig, ne? Weil viele dann sagen, und wo gehen wir jetzt hin? Und du stehst wo dann da. Wo geht's jetzt hin und denkst wo ist so, der okay, Blitz? Ja, wir bleiben jetzt hier und ich finde Hintergründe ganz schlimm. Ich finde auch so dieses, ich bin früher mal fotografiert worden in so einem Fotostudio, in so einem klassischen, also um Gottes Willen, das soll jeder so machen, wie er möchte, ne? Aber meins ist es einfach nicht. Und dann kommt der orangene, getupfte Hintergrund, ne? Und du denkst nur so. Ja, ich glaub, ich würde mich davor nicht wohlfühlen. Das ist halt auch immer, ich gehe auch immer danach, was möchte der Kunde? Und wie fühlt er sich wohl? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich wohlfühlst, wenn du dann irgendwie fragst, möchtest du den orangenen oder den grauen? Dann setz dich mal vor und sei ja, wahrscheinlich fröhlich. Wie so ein, wie beim Passbild halt, irgendwie, genau, ne? Genau. Einfach so und dann jetzt bitte nicht lächeln und was soll ich eigentlich hier fühlen oder machen? Und so oder? Ist es halt einfach eine Wand, das ist eine verputzte Wand von, von meiner Ecke und die du Ecke, nicht mehr. Die Ecke, das merke ich mir. Du brauchst halt wirklich nicht mehr. Ja. Ich finde, schön, man kann sich auch einfach so schöne Dinge einfach so suchen auch manchmal. Mhm. Na, das muss nicht ein großes Zimmer sein. Das muss nicht, wer weiß, wie toll sein alles, aber das Licht muss stimmen. Ja. Und sobald das Licht irgendwie da ist, ist alles möglich. Also es kann nicht schief gehen, sage ich mal. Ja, Fotografie ist ja auch die Lichtmalerei. Also so. Deswegen, ich kriege auch manchmal also voll oft die Frage irgendwie mit dem Licht und wie schaffe ich das und so. Und ich habe da auch meistens gar keine Antwort drauf, weil irgendwie, ich weiß selber nicht, wie ich das mache. Du machst es einfach. Genau, also ich gucke einfach, wie sieht es gerade schön aus, wie bewegt sich das Model und wie bewege ich mich, wie ist das Licht, wie ist die Sonne und dann einfach drauf los. Und so soll es ja auch sein. Ja, ne? Ja, total. Auch eines meiner Lieblingsbilder. Aha, schwarz-weiß auch mal. Ja, genau, auch wenn es viele nicht sehen möchten. Also ich habe mit schwarz-weiß angefangen tatsächlich, damals in der Foto-Community-Zeit. Mhm. Aber Farben waren immer das, was die Mädels sehen wollten. Also es kommt immer wieder zurück. Aber ich liebe schwarz-weiß. Ich würde sehr, sehr gern mehr davon machen. Ich finde, das hat eine unfassbar schöne Stimmung. Da ist so viel Gefühl drin. Klar, schaffst du mit Farbe auch, aber anders. Ja. Und schwarz-weiß erzählt halt einfach unheimlich viel. Also selbst wenn es nur ein Rücken ist, finde ich, ist halt eine Stimmung direkt da. Und wenn du sagst jetzt, okay, ich möchte schwarz-weiß machen und ich suche mir einfach ein Model und mache das dann irgendwie TFP oder so, würdest du das vielleicht dann machen? Oder einfach schlägst du es dann den Kunden auch irgendwie mal vor? Ich schlage es dann vor und frage dann einfach, kann ich es nutzen? Ist das okay für dich? Also das geht schon. Okay. Mhm. Ja, ich finde Schwarz-Weiß auch super schön. Also ja, ist nochmal was ganz anderes. Total. Auch. Das ist eine ganz andere Bildsprache. Ja. Und ich würde auch unheimlich gerne mehr machen und ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach. Demnächst mal. Ja, mach das auf jeden Fall. Ja. Also ich vermisse es. Musst, halt, du musst es ja auch irgendwie dir selber irgendwie gerecht werden, sage ich jetzt mal. Also du musst ja nicht nur den Kunden, sondern auch was du möchtest. So. Aber es ist halt einfach immer wieder dieses Licht. Ist immer wieder dieses Licht, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, Jessie, genau das möchte ich halt. Ja. Und dann wirst du natürlich auch so ein bisschen ausgebremst, sage ich mal. Ja. Ne? Weil du halt einfach, ich würde ich super weiß nicht, gerne... Ich weiß nicht, bei Schwarz-Weiß kommt das Licht ja auch schön. Also klar ist da nicht dieser orangen Ton. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass viele es sehr traurig finden. Traurig. Schwarz-Weiß ist für viele eher so ein bisschen sehr melancholisch. Ja. Die hat auch schon Kunden. Ich habe ganz am Anfang, als ich auch viel Schwarz-Weiß gemacht habe, hat eine auch mal gefragt, ob man bei mir lachen darf. Nee, lachen so, verboten. Weil sie halt einfach so dachte, das ist alles so, ne, das hat so eine Stimmung. Letztendlich darf man bei mir alles, was man möchte. Also fast alles, aber... Ja. Aber ist ja auch lustig irgendwie. Ja, total. Ja, vor allem deine Bilder, die, also ist ja einfach der Hauptfokus auf Natürlichkeit und warum sollte man dann nicht lachen, man lachen muss irgendwie. Ja, weil viele trotzdem denken, dass das halt so ein bisschen alles abgestimmt ist. Ja. Aber es ist wirklich nichts gestellt. Also klar, sage ich mal zu jemandem, setz dich mal ein bisschen zur Seite oder mach das Kinn mal ein bisschen hoch. Ja. Klar gebe ich auch solche Anweisungen, aber immer halt so bedacht, dass ich halt einfach weiß, selbst wenn schüchterne Menschen bei mir sind, dass das halt auch nicht überfordernd ist für die. Ja. Ne, dass die dann nicht hinterher da sitzen und sagen, oh mein Gott, ich
Ja, vor allem, gar nicht, was ich machen soll. Manche wissen ja auch nicht irgendwie, wie sie schön aussehen und welche Seite. Oder wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, man verhält sich auch direkt irgendwie ganz merkwürdig. Also, ja, ich sehe das ja an mir. Das ist halt, ne, also dadurch, dass wir halt hinter der Kamera sind, das ist halt einfach, das ist was ganz anderes. Ja. Und das vergisst, also ich vergesse das manchmal auch als so als Fotografin, wenn ich dann einfach, ich bin dann auch immer so überwältigt davon, wie meine Models das so machen einfach. Total. Und wenn ich dann fotografiert werde, ich verhalte mich. Da stellt sich so ein bisschen an auch. Ja. Ja, habe ich auch. Das ist total komisch. Ja, und vor allem, ich glaube, wir müssen immer so dran denken, dass so wie wir uns wohlfühlen, also ne, dass der andere sich dann auch wohlfühlen kann. Ja. Und ich glaube... ja, total. Wenn du nervös bist, dann ist das Model auch irgendwie so, das ist dann total blöde Stimmung. Hier kam noch eine Frage rein, mal ein bisschen was anderes. Wie hat sich Corona auf dein Business ausgewirkt? Hat es da irgendwie... Ja, es ist schon es ist schwierig geworden, auch das auf jeden Fall. Ne? Also es ist halt einfach, es hat nicht mehr so diese Leichtigkeit wie all die anderen Jahre zuvor. Haben dann auch viele Kunden abgesagt, weil sie Angst hatten. Das war bei mir zum Beispiel am Anfang so. Klar, irgendwie, die hatten super Angst. Die sind ja alle nicht mehr rausgegangen, was ich auch verstehen kann. Ich habe mich auch so ein bisschen zurückgezogen. Ja. Klar, ne? Aber am Anfang irgendwie, also jetzt ist es irgendwie so. Es wird halt langsam wieder. Ne? Man merkt, die Leute werden einfach auch so ein bisschen mutiger. Ja. Ne? Aber ich habe einfach auch gemerkt, dass, dass es halt einfach insgesamt... ich hatte ein bisschen Sorge eher so, dass man uns nicht mehr braucht als Fotograf, weil es sich vielleicht nicht mehr jeder leisten kann durch diese Situation, dass es irgendwie so ein Luxusding wird, dass man irgendwie so sagt, so eine Freundin kann ja auch Fotos von mir machen, die hat ja jetzt auch eine Canon. Heutzutage aber nennt sich jeder Fotograf. Ja, ich glaube, das ist dann immer was anderes. Also wenn auch irgendwer von mir Fotos macht oder von irgendjemand anderen Fotos macht und dann sehe ich das und dann weiß ich, warum es Fotografen noch und Fotografen natürlich, noch gibt. Also es ist dann schon wichtig, dass man dann noch diesen Stil hat. Aber wir sind gerade noch bei dem Schwarz-Weiß-Bild, weil hier kam noch eine Frage rein. Nutzt du dann die Schwarz-Weiß-Einstellung der Kamera oder setzt du Schwarz-Weiß erst in der Nachbearbeitung ein? Ich weiß nicht, wer der, ich habe keine Ahnung. Ich habe, also bin ich raus, ich habe keine Ahnung, wie man das einstellt. Deswegen, ich mache es in der Nachbearbeitung. Ich habe bei Lightroom, habe ich echt lange gebraucht, so einen schönen Schwarz-Weiß-Filter hinzubekommen. Also ich arbeite generell jetzt nicht mit Presets, aber ich habe halt so ein paar Filter, ne, wo ich einfach sage, da kann man so ein bisschen angleichen. Letztendlich mache ich aber jedes Bild schon noch per Hand. Ja, ich habe mir also ganz am Anfang zigtausend erstellt. Also ich hatte mal ein Bild, dann habe ich dann rumgefuchtelt 5 Stunden lang, so gefühlt mit Farben. Dann habe ich es gespeichert, also als mein eigenes Preset dann quasi. Ja. Und dann immer so weiter, bis ich dann die Farben dann irgendwie irgendwann rauskristallisiert haben quasi. Ja. Und so mache ich es mit Schwarz-Weiß auch. Da habe ich, glaube ich, 3 erstellt. Eins mit richtig krasser Körnung, was so richtig diesen analogen Stil hat und dann so ein bisschen weichere. Und aber ich finde es nicht auch, dass Schwarz-Weiß echt schwierig ist zum Bearbeiten? Ja, irgendwie, ich denke mir dann so, Schwarz-Weiß und dann gucke ich mir eine Stunde später an und denke mir so, irgendwie ist es zu hart, zu kontrastreich, irgendwie ganz komisch. Und deswegen, ich versuche halt immer so einen Mix zu schaffen, ne? Also dass es schon hell bleibt, aber dass trotzdem so eine Tiefe drin ist. Hier kommt auch nochmal eine Frage rein. Kannst du ein bisschen was zu deiner Nachbearbeitung der Fotos erzählen, also insgesamt? Und du hast ja eben schon gesagt, Lightroom, Farben. Genau, in Lightroom mache ich die Farben, in Photoshop mache ich die reine Retusche. Und ich mache das wirklich da auch wieder nach Gefühl. Ich höre dann auf, wenn ich sage, es ist jetzt genau so, wie ich das gerne hätte. Aber guckst ich auch so 5000 Mal nochmal drauf, ob die es wirklich gefällt? Nee, das mache ich nicht mehr. Nee, das habe ich ich früher immer gemacht und dachte nur irgendwann so, das ist jetzt so anstrengend, ne? Du machst das Bild zu, holst dir mal einen Kaffee, dann machst du es wieder auf und denkst so, nee, da muss noch was dran gemacht werden. Also ich höre wirklich mittlerweile zügig auf, weil ich finde, du kannst ein Bild auch kaputt arbeiten. Ja, du hast irgendwann bist du an so einem Limit, wo du halt einfach für dich selber auch merkst, es wird nicht schöner, im Gegenteil. Ja, das kenne ich. Oder? Ja, voll. Ja. ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ich weiß nicht, wie lange deine Präsentation noch geht. Ich glaube, so viele sind es nicht mehr. Okay, aber das ist ja auch super schön. Ja, das mag ich auch. Und da siehst du auch, es ist ein bisschen körnig, ne? Ja.
Das liebe ich sehr. Das ist auch eines meiner. Aber das ist ja mal ein bisschen anders. Ja, es ist, ne, ein bisschen anders. Es erzählt halt eher eine Geschichte. Das, mhm, ist halt das, was ich an dem Bild so berührend einfach finde. Ja. Und da habe ich mich auch mal getraut, einfach mal was anderes zu machen. Kannst ja noch mal weiter swipen. Hier kam noch eine Frage rein. Was macht für dich ein gutes Künstler, also in Klammern, Künstlerporträt aus? Ein gutes Künstlerporträt. Ah, das ist ja auch mal was anderes. Ja, da war ich auf der Dachterrasse bei meinen, ja, Nachbarn oben. Ah ja, lustig. Ja. Ein gutes Künstlerporträt. Also Künstler ist ein Anführungszeichen quasi. Oder ein gutes Porträt aus. Ja, einfach, dass du den Menschen erkennst auf dem Bild. Dass du einfach so sein irgendwo, Inneres nach, also, außen. Du, ich würde jetzt bei dir sagen, Fokus ist wirklich Gesicht, Augen, ja, das spricht. Ne? Ja, total. Augen, mhm, sind genau das, was, glaube ich, am meisten die Geschichte erzählt. Ne? Das siehst, ja, du ja jetzt auch links zum Beispiel bei ihr, wie sie so in den Himmel schaut. Mhm. Das, ja, ist halt einfach nochmal. Also, dass man wirklich viel auch vom Menschen sieht und jetzt nicht viel drumherum, was da irgendwie. Genau, dass der Fokus mehr auf dem Menschen liegt als. Genau. Deswegen eigentlich letztendlich interessiert mich die Location auch nicht wirklich. Mhm. Ne, wichtig ist halt einfach, dass, ja, dass man irgendwie ein schönes Licht findet für jemanden. Ah, das sieht man ja mal ein bisschen mehr. Genau, das war in so einem kleinen Atelier. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, ne, guck mal das linke Bild. Es ist für mich halt nicht spannend. Es ist ein schönes Bild, aber es, mhm, erzählt halt nicht so viel, ne? Ja, das ist, weil der Fokus auch dieses, halt dieses, weiß ich nicht, Regal oder irgendwas, dieses Braune und Grüne, das, mhm, ist ein bisschen zu viel. Mhm. Das sieht so ein bisschen. Das lenkt halt ab. Ja. Und wenn du dann halt Leiter rechts mal schaust, ja, ne? Ja. Also das ist halt schon was anderes. Ja, voll schön. Jetzt auch mit dem Blumenkranz. Machst du dir dann auch selber die? Ich kann sowas nicht, aber ich lasse das machen. Ah ja, sehr, ja, cool. Das ist übrigens mit der 550er gemacht. Ah ja, ich sehe gerade. Ne? Und du siehst, du kriegst genauso eine coole Schärfe hin. Klar ist dann noch ein bisschen was nachbearbeitet, aber es ist möglich. Mhm. Und das war mit der 400er. Sehr schön. Druckst du deine Bilder dann auch mal groß aus oder wie übergibst du den Kunden oder Kundin? Nee, ich mache tatsächlich alles digital. Die bekommen, ja, halt so eine Online-Galerie und dann, ja, können sie sich da so ein bisschen durchklicken und runterladen. Ich habe zum Beispiel ein paar Lieblings-, also jetzt nicht von anderen Leuten, aber so ein Lieblingsbilder von mir, mhm, die drucke ich dann halt. Mhm. Aber so richtig so übelst riesig ausgedruckt, mhm, habe ich es aber auch noch nie. Aber ich glaube, das fände ich auch cool, weil es wirkt, also hier auf dem Fernseher es wirkt das halt ja schon ganz anders. Ne? Ja. Also ich habe ja bald eine Ausstellung und da habe ich wirklich jetzt Print 60x90. Hi. Drucken lassen und ich stand vor diesen Bildern und dachte, Wahnsinn. Wo hast du denn Ausstellung? Das ist eine Fotosafari und das ist eine Schaufensterausstellung. Wegen Corona ist ja jetzt gerade nicht möglich, irgendwie in Räumen auszustellen und, mhm, man geht halt von Lädchen zu Lädchen und kann sich die Fotos halt in Schaufenstern anschauen. Ah, cool, in Köln. Ist in Köln, da? Genau. Ah, ja. 12. 13. Super. Juni. Ja, hier merken, auf jeden Fall anschauen. Ja. Ja, und das war es jetzt auch, glaube ich. 350, ja, das war eines meiner ersten Porträts. Und das halt, das ist so das Bild. Aber ich finde, man sieht es auch ein bisschen, also dass du dich weiterentwickelt hast. Ja, man auch sieht es auch an den Farben. Also, ja, ist jetzt alles sehr erdig und früher war es halt sehr golden. Ne? Ja. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Okay, ich sehe auch gerade auf dem Timer, wir sind eigentlich perfekt in der Zeit. Schön. Wenn ihr irgendwie keine Fragen mehr habt oder so, dann würde ich auch sagen, dass wir... Ich sehe gerade keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und dass du mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank vorgestellt für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Genau. Und dann geht's gleich weiter mit dem Thema Bildbearbeitung. Bleibt auf jeden Fall dran.